Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stoneblock. Okay, also ich habe jetzt hier noch ein Feld aufgesetzt. Jetzt warten wir einfach noch ein bisschen ab. Die brüten gerade vor sich hin. Hier fehlt schon wieder ein bisschen was, aber ist egal. Und bereiten schon mal unser Tablet vor. So, müssen wir schon mal einiges bereitlegen für das gute Ding. Das heißt, was brauchen wir denn für das Tablet? Das ist das Transmutation Table. So, ganz viele Neutronen. Die Kondenser machen wir später. Dark Matter, HPD, Night Slime. HDPE. Mein Gott. Was habe ich gesagt? Die Ingots, nicht? Ingots? Ingots. Wie viele Ingots haben wir? Nuggets, nicht Ingots. Oh, was? Nur drei? Habe ich. Hä? Habe ich. Aha. Okay, gut, aber es reicht trotzdem nicht. Reicht trotzdem noch nicht. What? 10, ne? Warum? So komisch angezeigt. Auf jeden Fall zu wenig. Gut. Da kümmern wir uns dann gleich. Gut, dann machen wir jetzt mal das Paddle. Ein P-Tastol. Add Project I. P-Tastol. So. Ganz viel Dark Matter. Redman, habe ich das schon eingespeichert eigentlich? Ja, das habe ich. Sehr gut. Dann schnappen wir uns mal das. So, bitte sehr. Ein Stack Blöcke. Das wird ja wohl erstmal reichen, hoffentlich. Für Red Matter. Wenn ich noch eine habe, noch drei. Okay, das ist ja gar nicht mal so viel. So, vier davon. Wir brauchen 20 Dark Matter. Go. Okay, gut, wir haben alles da. Oh, ich habe noch. Wo kommen die denn her? Achso, von dem Wither, natürlich. Ein paar Legendary. Die können wir ganz gut wegbringen gehen. So. Okay. Gut. Das haben wir. Dann Dark Matter. Und das Petostal. Boom. Sehr schön. Okay, so. Jetzt brauchen wir die Uhr. Die Watch of Time. Kaboom, ganz genau. Boom. So. Einfach rechtsklicken, jetzt ist das Ding aktiv. Und wie ihr schon hört, geht hier die Luzi ab. Und dementsprechend ist das Ding hier auch beschleunigt. Oh yeah. Der Neutron Collector. Neutron Collector. Wie viel kostet der? Das war. Ah, ne, das kostet halt so viel Sinn, das ist das Problem. Wie viel das habe ich denn inzwischen? 41. Zwei würde ich noch bauen wollen. Außerdem ist jetzt hier die Netherstar-Produktion auch nochmal gut beschleunigt worden. Das heißt, wir können hier nochmal 10 rausholen. Schön. So, wie viel brauchte ich für ein Ding? Ich glaube 14, ne? Ich brauche 7. 2, 4, 6, 7. Also 14 Netherstars. Ja. Davon mache ich mal kurz einen Stack. Dann habe ich gesagt, 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14, 13, 14. Redstone-Blöcke. Und Quarzblöcke, Eisenblöcke. Ich kann sagen, warum habe ich so wenig Eisenblöcke, aber. Können wir locker nochmal Eisen machen? So. Schwupp. 1, 2. Dich habe ich mit Dingens, ne? Das heißt, ich. Wie weit ist deine Reichweite? Ich
glaube 5, ne? Das heißt, bis dahin solltest du gehen. Obwohl, müsste eigentlich noch weiterreichen. Boom, boom. Jawohl. So. Item. Conduit ist übrigens für Leute mit Server eine ganz, ganz doofe Idee. Also das solltet ihr wirklich nur im Singleplayer machen, weil im Server die Ticks zu beschleunigen ist eine ganz beschissene Idee. Eine ganz, ganz beschissene. Aber im Singleplayer alles kein Problem, wenn ihr einen starken PC habt. Alles kein Thema. Always active. Always active. Yay! Und jetzt sollte hier die Produktion hoffentlich ordentlich in den Gang gekommen sein. Ja. Sehr schön. 11. Wie viel brauche ich für das Tablet? Tableau. Nein, Table. Transmutationstisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 8 und 20. Ja. 28. Okay, also die. Naja. Fast die Hälfte. Ja? Was mit dir? Weil du nicht. Du tust nicht huddeln. Gab es Anzeigefehler vielleicht? Ah, kann sein. Gut. Gut, gut, gut. So viel dazu. Produktion verdreifacht. Nice, nice. So. Dann sollten wir jetzt ja wohl unseren Pixie das mal hinbekommen. Gimme, gimme, the mana, mana. Wir dürfen gerne nochmal neu produzieren. Mein Gott. Oh, shit. Stimmt, die habe ich jetzt auch noch beschleunigt. Hahaha, oh Mann. Nein. So, und das kommt jetzt hier rein. Du nicht. Du. Getroffen? Na, eigentlich schon. So, du hast jetzt einen so einen Strich voll. Und du hoffentlich gleich auch. Jawohl. Das sollte ja wohl jetzt reichen. Ne? Ja. Okay. Dann unsere Mana-Diamanten und Mana-Perlen reinwerfen. Perlen vor die Säue. Muah, muah, muah. Da kommen die rausgesprungen. Die Mana-Perlen. Tü-lü-lü-lü. Wunderschön. Und ein bisschen Mana-Stil. Ein Stack gibt nur die Hälfte an Elementium. Aber ist okay. Das war's auch schon. So, jetzt müssen wir den einmal kaputt hauen, damit das Ding wieder ausgeht. Wie viel Mana haben wir verbraucht? Doch schon eine ganze Menge. Das teuerste ist übrigens, das Ding in Gang zu setzen. Der Rest ist nicht so teuer. Also das Instandhalten ist nicht ganz so teuer. Okay, damit haben wir das, was wir hier brauchen. Sehr schön. Wie ich sie das, brauchen wir nur 4 Stück. Dann würde ich sagen, können wir die schon mal da hinlegen, wo sie hingehören, damit wir schon mal einen Überblick darüber bekommen, wie viel wir von was noch brauchen. Das wäre doch was. So, also 1, 2, Mitte. Ja. So, dann brauchen wir. Fangen wir mit dem günstigsten an. Enderstars. 1, 2. Dragon's Breath. Starbeat. Das Ding hat auch. Doch, das Ding hat EMC. Na, Gott sei Dank. Huf. So. Okay, die kommen dorthin. Dann brauchen wir 4 Quantum Storage Units. 4 Diamond Storage Crates. Ja, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. So, die kommen wohin? Kommt dahin. Mhm. Dann brauchen wir Dark Matter und HDPE. Wie viel Dark Matter?
3, 9. Gar nicht mal so viel. Bist du im so, das war da, da, da und da und da und da. Glaube ich zumindest. Nee, Quatsch, was mache ich da? Oder ach, fehlen reich, Idiot. Ja, rechnen ist nicht so mein Ding. Ja, 3x4 ist schon eine harte Nuss, Freunde. Da kann man schon mal total falsch liegen. Aha. Okay, ist es so korrekt? Das ist so korrekt. Okay. Ich habe mir doch gar nicht informiert, wie man das blöde Evil Infused bekommt. Wupsi. Wupsasa. Evil Infused. Aha. Enchanter. Gibt es da einen Trick für oder einfach wirklich nur machen? Ah ne, es ist von Extra Utilities der Enchanter. Dann bauen wir den mal. Enchanter. Machine Casing sollte ich eventuell noch haben. Nee, habe ich nicht. Gut. Und ein enchantedes Book. Irgendeins. Book and Quill. Lapis. Habe ich normalen Enchanted-Tempel hier irgendwo rumfliegen? Wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir, keine Ahnung, Arrow. Projectile Protection. Wunderbar. Wunderschön. Enchanter. Boom. Der Enchanter kommt, weil es so schön ist, gerade da. Mann, bist du hässlich. Ist schon okay. Enchanter. So. Da müssen wir jetzt, wie gesagt, einen Netherstar auf ein. Was war das? Auf Ingots. Auf 8 Iron Ingots. Installieren, wollte ich schon sagen. Infusionieren. Verzaubern halt. Netherstar. Oh, wie schnell das geht, das ist wunderbar. Ist ein bisschen nervig, aber da müssen wir jetzt durch, ja? Da müssen wir jetzt durch. So, was habe ich gesagt? 8. Auf. Boom. Und dann fehlt the full set of nearby bookshelves or other enchantment boosting blocks. Okay. Gut zu wissen. Dann kommst du mit. Du kommst, wo installieren wir eine Mini-Bibliothek? Mö. Vielleicht hierhin? Das heißt, wie viel 10 braucht man nur noch, ne? Bookshelves? Ich hätte gerne 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muss nur hübsch aussehen. Muss nicht perfekt sein. Ich weiß, Magic Wood würde auch gehen, aber das ist jetzt definitiv wesentlich schneller und einfacher gemacht, als jetzt eben Magic Wood zu craften. So. Das tauschen wir einmal. Boop. Yo. Ach, Power. Power, okay. Nehmen wir nochmal einen Point. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Weil, wie gesagt, irgendwo im System ist ein Fehler. Ich werde demnächst mal alles nochmal abbauen und dann richtig aufsetzen. So, das kriegen wir schon hin. Ja, wie gesagt, das funktioniert so nicht. Okay. Reicht nicht an Dingens? Hm.
Anscheinend nicht. Dann brauche ich noch ein paar mehr Bookshelves. Das reicht nicht, aber es war doch mal, es wurde doch mal so verringert, oder nicht? Da brauchst du echt ein... Hä? Hm. Stehen du da richtig? Nochmal drei. Mehr würde eh nicht gehen. Sechs meine ich also. Oh, Tatsache. Er braucht die gesamte Größe des alten Minecrafts. Okay. Na gut, soll mir recht sein. Das müssen wir dabei Gelegenheit einmal versetzen, weil das sieht hier echt nicht so gut aus. Upsi. Ich habe momentan einfach keine Wände frei. Ah. Ja, ja. Aber die Base ist schon cool geworden, auf jeden Fall. Auf der Minimap sieht es auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich mag's. Kann vielleicht oben irgendwo in der Wand setzen. So, okay. Okay, okay. Ah, das Ding geht voll ab. Das finde ich total toll. Wie schaut's hier aus? 21. Nice. Nice, nice, nice. Dann fehlen nur noch die aufwendigen Dinge. Fast. Die werden nochmal fies. Nämlich die Trans. Mutation. Die Energy Condenser und der Collector. MK3. Das wird richtig hart. Night Slime ist super easy zu machen. Müssen wir nur ein bisschen Metalle mischen. Evil Infuse wird gerade gemacht. Fertig? Fast. Bring ihn mal eben ein Schluckchen. Käffchen. Ich sag euch, für den Herbst, Winter, beste quasi ein Kakao mit Kaffee. Geil. So, Evil Infused. Wo kommst du hin? Du möchtest dahin. Dann packen wir dich dahin. So. Das hätten wir auch. Was kann man aus dem Evil Infused eigentlich alles machen? Das will ich mir mal ganz kurz gucken. Ah, da braucht man die. Und was bist du? Lux Saber. Aha, sagt mir nix. Lux, Lux, Lux. Ach, du auch. Alchemical Chest. Da brauche ich noch mehr davon, wa? Gut, dann machen wir noch mal mehr. Dann brauche ich noch zwei mehr, hm? Eindeutig, ja. Wir haben einen Energetic Sheep. Die sind auch ganz witzig. Hätte ich schon früher welche bekommen, hätte man daraus eine kleine Energieproduktion machen können. Sind nämlich ganz witzig, die Energetic Sheep. Oh, das war ziemlich schnell. Und die sind ziemlich energiegeladen und da kann man die Energie rausziehen und dann produzieren die Strom. Warum haben die alle hier so wenig Leben? Was ist denn hier? Ach so, wegen dem Wither wahrscheinlich. Upsi. Upsi. Sorry, Freunde. Obwohl, so nah ist der doch gar nicht. Ich glaube, die Explosion ist doch größer, als man denkt. Passiert. So, du brauchst noch ein bisschen, bis dein Evil Infused Zeugs kommt. Dementsprechend können wir uns dann schon mal um den Rest kümmern. In dem Falle die Energy Condenser. Ne, die machen wir zum Schluss. Wir machen zuerst den Energy Collector. So, also, dafür müssen wir drakonisieren, natürlich. Ganz viel Glowstone. Wir brauchen erstmal den allerersten. Dafür braucht man Diablock, Glas und ganz viel Glowstone. Kann ein bisschen Glowstone mal hier machen. Dann lassen wir uns einen Stack craften. Go. So reicht ein. Das war ein Diablock. Ich glaube, ich würde direkt zwei bauen. Ja, ja, und ein Glas. So, okay, ab nach oben. Also, wir, was katalysiert? Eine Furnace. Furnace, boom, boom. So, zack. Also, das war irgendwie, ach ja, stimmt, ich muss noch ein paar upgraden hier. Ganz vergessen, hä? Warum passt da noch ein... Warum passt da nur ein Glas drauf? Das ist komisch. Egal. Das war 1, 2, oh, oh, oh. 4. 2, 4. 2, 4, 6. Fürs erste. Okay. Z
Zack, 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 zack. Korrekt. Start. Wunderbar. Geht zum Glück auch recht fix. Wo ist meine Celebration Wand fürs Craften? So, denn mit dem Collector kommen wir das erste, also kommen wir so langsam Richtung Project E und EMC Produktion in dem Sinne. In dem Falle. In dem Sinne. Und. Hab. Ich den so hochgebaut? Komisch, dass er hier die Spitze mitnimmt. Das war jetzt ein wenig. Ich dachte, das ist ein da gespawnt. Alles gut. So, fertig. Danke. Nächste. Ach, das Glas, genau. Das Glas. Boom. 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 Was ist mit dem Questbuch? Ich muss irgendwas essen, ich weiß. Project E. Der will erst die Chest, beziehungsweise die Kollektoren, sind ihm scheißegal. Okay, gut. Gut, gut, gut. Tome of Knowledge. Das ist später. Das ist ganz Endgame. Boom, boom, boom. Dankeschön. So. Energy-Kollektoren und was zu essen. Meine persönliche Energie. So. Also. Den setzen wir mal. Wo setzen wir den mal hin? Wir brauchen sowieso Glowstone dafür. Denn die Dinger laufen auf Energie. Wobei, ich kann die beide mal eben kurz hochcraften, denn die nächste ist auch noch nicht ganz so teuer. Ein Dark Matter. Dark Matter. 10 Stück. Wir haben eh genug. Zum Glück. Boom. Hopp. So, für die nächste Stufe brauchen wir 2, 4, 6, 7. 7 Glowstone-Plätze. Ein Dark Matter-Platz. Oh, wieder nur einer? Okay. Dann machen wir es halt so. Hä? Ach, du kannst nur einen halten oder was? Warum das denn? Das macht keinen Sinn. Ist okay. So, Start. Next one, please. Warum kann das Viva nur eins halten? Das, aber du kannst auch mehr halten. Ach, ist auch egal. Ist doch Wurst. Zap, zap. Boom, 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 boom. Okay. Dankeschön. Und go. Die nächste. Was brauchst du? Ein Red Matter. Achso, das ist ja immer noch günstig. Mensch. Aber dafür brauche ich Full Vivan, oder? Full... Nee, ja doch. Draconic, du bist orange. Davon habe ich erstmal nur 4, weil ich sie nur zu viel brauchte. Ich wollte einen... obwohl, die kann ich ja nicht. Schon gut, schon gut, schon gut. Okay. Schwupp. Dann müssen wir eh nochmal hier alles runterholen, weil wir das die noch weiter upgraden müssen, die Geräte. Gut, das mache ich offscreen, das ist ja nur gecraftet. So, ich wollte zeigen, wie das Ding funktioniert. Das machen wir am besten hier. Gute Project E. Dafür brauchen wir Glowstone. Und Glowstone. Wobei, ich mach's lieber anders. Wo ist denn mein Dingens? Meine Silk Touch Picke. Setz mal einen hier rein. Das macht ein bisschen mehr Sinn. So, wir brauchen nämlich für den Kondenser, also für den Collector, brauchen wir Licht. Also blankes Licht heißt Glowstone ist wunderbar. Setzen wir jetzt hier rein. Und jetzt ist er umschlossen von Licht und kann jetzt hier EMC sammeln. Je höher das der Mark, also das Mark des Collectors, desto schneller kollektiert er natürlich Energie. Und er kann jetzt Sachen hoch craften, sag ich jetzt mal. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier ihm Kohle reinsetzen. Und er würde die Kohle hoch verwandeln zur nächsthöheren EMC-Stufe. Also wenn jetzt hier die nächsthöhere EMC-Stufe erreicht ist, also dann wird es infusioniert mit dem EMC. Und Glowstone wird zu Alchemical Coal. Alchemical Coal wird zu, ich glaube, ne, der nächsthöheren Kohle. Ne, zum Redstone-Block. Und so weiter und so fort. Bis irgendwann, ich weiß gar nicht, wo Schluss ist, ehrlich gesagt. Kann man das hier nachlesen? Hast du ein Rezept? Einmal U gedrückt. Nee.
finden. Nee, steht nicht drin. Zu was, was hier. Also gibt es ein bestimmtes Pattern, ein spezielles Pattern dafür. Aber ja, wir können das Ding erstmal hier drin lassen, beziehungsweise wir können ruhig mal eine ganze Kohle nehmen. Sorry. Boom. Dann macht er hier in Ruhe weiter. Damit er es ein bisschen hochcraften kann, können wir schon ein bisschen EMC produzieren. Kann nie schaden. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Okay. Unseren MK2 haben wir schon mal. Was braucht ihr noch? Die Kisten. Genau, die Kisten sind ein bisschen kniffliger. Alchemical Chests. So, das Ding sollte jetzt mal fertig sein, rein theoretisch. Jo. Okay. Dann bauen wir die mal. Dafür brauchen wir das lustige Pulver hier. Low, Middle und High Covalence Dust. Wieso? Im Empowerer. Okay. Empowerer. Okay, gut. Dann nehmen wir den Empowerer. Dann, ja gut. Bauen wir einen Empowerer. So, dann brauchen wir Display Stands. 5 Stück. Aesthetic Green Block. Chiseled Quarz oder nur Chiseled Quarz? Anscheinend. Davon brauche ich dann, wie viel habe ich gesagt? 12. Quarz. Im Dingens, du bekommst das hier ab. Dankeschön. Das wird dahin ge. Nein. Mhm. Dann haben wir die schon mal. Display Stands. Normaler Quarz. Quarz. Mhm. So, du kommst weg, du kommst dahin. Empowerer, 4 Energy Coil Dinger. Habe ich davon noch genug? Habe ich. Oh, genau richtig. So. Zack. Zack. Ah, ne, ich brauche 5 davon. Hupsi. Ich brauche 5. Noch mehr Quarz. Quarz, 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 Quarz. Alle hopp. Oh, das war nicht richtig. Oder? Nee, war doch richtig. War richtig. War richtig, war richtig. So, so. Noch so eine lustige Coil. Redstonia. Mhm. So. Zack. Ah, nee, halt. Erstmal. Nein. Erst. Du, dann du und dann du. 5 Stands, 4 kommen auf die Seite, 1 kommt dann in die Mitte. Du bist verarbeitet. So, brauche eine Double Battery. Da waren noch, glaube ich, 2 Stück. Single Battery, aha. Die Double Battery. Nee, Nori heißt mehr Eisen. Double Battery. Iron Casings. Und das war's. Nein, was fehlt? Die Batterie. Was bist du? Empowerer. Okidoki. So, jetzt das Ganze nur noch irgendwie mit Strom versorgen und irgendwo hinstellen, wo wir Platz haben. Oh Gott. Ja, wohin und Platz und so und. Pff. Vor den Hühnern? Ich weiß nicht, ob hier genug Platz ist.
Sorry, Kakaobohne. Du musst weichen. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Na gut. Die brauchen Energie. Nehme ich mal die Points. Was soll's? Ich weiß, die sind nicht so optimal, aber gerade habe ich nichts anderes am Start. So, 4 Points. Netzwerk und 10. Wir werden es noch umstellen, aber nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal hier vorankommen. 10. Du bekommst Strom, du hast Strom. Ja, das dauert ein bisschen. Okay, dann empowern. So, das ist ganz einfach gemacht. Wir haben den Empowerer in der Mitte und wir haben die kleinen Stände quasi außenrum, womit wir dann in der Mitte das Ganze empowern werden. Du hast volle Power, du bekommst als nächstes. Okay, okay, Empowerer, was habe ich gesagt? Die lustigen, die Chemical Test. Double Compressed. Und 40 bekommen wir raus. Redstone. 1, 2, 3, 4. Das mittlere Base Ingot. Okay. Und was noch? Auch nochmal Redstone. Und das andere auch? Nee, Kohle. Okay. Redstone. Kohle. Und auf ein Infused Diamond. Okay, kein Problem. Gut. Kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel Strom, aber ein bisschen brauchen wir auf jeden Fall. So, Double Compressed. Redstone, 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 Redstone. Die Strahle gibt es gerade nicht, aber wenn es klöngelt, dann tut's was. Nummer 1. Redstone, 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 Redstone auf ein Base Ingot. Mächtig, prächtig, Diamant, Infused Diamant auf Kohle, Kohle, Kohle und Kohle. Kohle, 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 Kohle. Da sieht man auch so ein bisschen den Strahl, den es hier irgendwie nicht gibt. Warum auch immer. Yay! So, die haben wir. Schon mal gemacht. Die Zeit sagt, wir sind schon wieder ziemlich spät dran, aber das müssen wir jetzt mal ganz kurz hier, ne? 2 Diamond Chests. Nee, wie viel brauche ich dafür? 4, ne? 4 insgesamt. Chests, 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 ja. Eins, so. Oh. Keine Chests mehr. So, 3. Nee, brauche ich gar nicht. Die letzte, wir haben schon eine goldene. Sehr gut. 1, 2, 3. Diamantanne. 1, 2, 3, 4. Und Chiseled Stone, Diamond Lettuce. Soll ich noch was übrig haben? Der Diamantsalat. 1, 2, 3, 4. Haha, Alchemical Chest. Ist das ein Dingens? Hoppala. Anscheinend. Ein Quest. Reward. Yay. Claim. So, die nächsthöhere Kiste. Wir brauchen für das, für den Table, nein, Transmutation Table brauchen wir die Energy Kondensoren. Das sind gecraftete Alchemical Chest. Draconic 2, 4, 5, also die 10, die ich im Endeffekt brauche für das Ding. Das heißt, ich muss mich erstmal darum kümmern zwischen Folgen, dass wir alle unsere 10 Infuser auf Draconic Tier hochkriegen. Das werde ich machen und dann ist der Rest gar nicht mal so teuer. Das ist, kostet 2,5 Millionen F. Das ist das teuerste, glaube ich, an dem allen. Und ja, Crystal Chest ist easy. Dirt Chest 9000 ist easy. Von daher machen wir damit nächste Folge weiter. Und wir machen noch das Ding zum Schluss auf. Oh, nice. Das ist immer praktisch. Boom. Haha, mehr Storage. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.